ob du jetzt hier die Espresso-Tasse hast oder ob du hier so ein Mundstück hast, kann dir ja wurscht sein, ist halt so ein Gegenstand. Ja, Gegenstand hier bedeutet nicht, jetzt bin ich im Trompetermodus, jetzt muss ich tief atmen und jetzt muss ich mich konzentrieren oder irgend so ein Zeug. Ja, also beobachte einfach mal, und das ist sehr interessant. Jeder hat ja so diese Geschichten, ja. Ich habe das, jeder. Ja. Aber wichtig ist, dass es einmal klar wird, was machst du da eigentlich für ein Zeug? Und dann kannst du dich fragen, ist mir dieses Zeug da überhaupt dienlich? Ja, brauche ich das? Muss ich wirklich mich nochmal irgendwie nochmal so hinsetzen oder mein Lippen noch fünfmal anfeuchten oder mich konzentrieren auf das Stück? Vermutlich nein, brauchst du nicht. Du kannst es machen, wenn du willst, aber dann ist es eine Entscheidung von dir und es ist nicht mehr automatisch.